Keine Zeit zum Schlafen, Frohe Coco. Wir sind hier in Pokémon Scarlet bzw. Karmesin auf Deutsch und machen gleich eine riesige Quest, die sich hier irgendwo in der Nähe zu befinden scheint. Hier. Hab auch gesehen, hier ist irgendwas Neues. Aber diese Icons, die helfen einem irgendwie nie auf der Map. Sie sagen zwar, ja, hier in der Nähe ist ein neues Pokémon oder hier, da ist was, aber... Es ist sehr unkonkret. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wo ich danach suchen soll. Also, vor allem dreht sich das auch so komisch mit, wenn man die Kamera dreht. Also, keine Ahnung. Vielleicht werden wir dieses neue Pokémon irgendwann nochmal sehen, aber diese Blume müssen wir leider fürs Erste wohl liegen lassen, I guess. So, geht's hier lang? Das scheint der richtige Weg zu sein. Durch die Höhle. Oh mein Gott. Ja. Ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Hier ist ein großer Erdwurm. Wo ist er hin? Bleib stehen! Was muss ich denn machen? Muss ich ihn abwerfen rechtzeitig? Ähnlich wie wenn man Dickter... Oh. Kämpfen will, nee. Jetzt kommt er raus. Hallöchen. Bist du lieb? Hey, Pock? Was zum? Es hat Arme! Es ist ein Krabbelviech! Schlurm, Herrscher des verborgenen Stahls. Ja? Ein Stahlwurm. Alles klar. Na, ja, nee, noch nicht. Wir müssen sowieso wahrscheinlich wieder zweimal gegen die kämpfen, deshalb spare ich mir das auf für den zweiten Kampf. Bam! Oh. Welchen Level ist denn der? Bin ich zu OP? Das war ja richtig krass viel. Aber ich muss sagen, ich mag den Erdwurm. Ich fand den irgendwie funny. So, und jetzt haut er wieder ab. Ey, ich finde das auch voll cool, dass er einfach so Arme und Beine hat. Die er einfach so versteckt. Ja, ich bin nur ein Wurm. Und dann lockt er halt so, weil er nur ein Wurm ist. So die ganzen... kleinen Viecher an, die denken, ha, ich bin jetzt total down kriegen. Und dann holt er seine ganzen Hände aus und grabt seine Gegner, was weiß ich. Das ist ein interessanter Gedanke, den ich da habe. Wait, what? Wir sind hier einfach in der Höhle? Wo führt er uns denn jetzt bitte hin? Okay. Kurz aufgeheilt. Und die Kamera kommt überhaupt nicht mit. Oh Gott. Da ist er. Hey! Stehen geblieben! Was wird denn das hier? Aua. Ah! Kann doch nicht wahr sein! Bleib stehen jetzt! Oh, er riecht das Gewürz. Ich meine, Nimmeln macht uns den Weg frei zum Gewürz. Na, jetzt müssen wir nochmal kämpfen. Maike, du hast das Herrscher-Pokémon echt eingeholt. Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls? Der ist ja echt unnormal lang. Die Nährstoffe in dem Gewürz scheinen ihm einen gehörigen Energieschub verpasst zu haben. Tun wir ihn zum und zusammen, Mike. Hier war ich noch mehr. Oh yeah. Let's go. Das spielt keine Rolle. Mit meinem Tentagra werde ich einen würzigen Sieg. Oh lol! Der hat das neue Tentagra. Kleiner Spoiler, aber es gibt ein neues Tentagra und das hat er hier. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, es steht am Land. Und es sieht übelst funny aus. Ich wollte euch das eigentlich erst zeigen, wenn man das im Wilden finden kann, aber ja gut, wenn er es jetzt schon zeigt. Obwohl, vielleicht sieht man es gar nicht. Man hat es nur ganz kurz vorhin gesehen, okay. Wie so ein Trailer-Leak. Hat Nintendo vergessen rauszuschneiden, na gut. Dann sieht man es jetzt nicht. Ist sowieso down. Ah, nicht gucken, nicht gucken. Ich will es selber noch zeigen. Na, ich gehe da noch ein bisschen mehr drauf ein zu dem Viech, sobald ich es selber fangen kann. So, und das war der Erdwurm. Mit dem Feuer-Pokémon gar kein Problem. Ein Feuer-Pokémon ist hier wirklich ein Muss. Es fühlt sich wirklich an wie Gen 4 hier. In Gen 4 brauchst du auch dringend ein Feuer-Pokémon.
obwohl es kaum welche gibt. Das ist genauso wie hier. Dreschpflege. Wie ist denn mit Dreschpflege? Das ist keine gute Attacke. Meiner Meinung nach. Ist okay, aber gibt besseres. Gute Arbeit, Maike. Ich hätte übrigens nicht erwartet, dass das Herrscher-Pokémon so ein drolliges, rundes Gesicht hat. Okay, ist halt ein Wurm, ne? Da drin sollte noch mehr von dem Geheimwirt sein, das es vorhin vernascht hat. Lass uns schnell nachschauen. Ja, Handy. Ja, Handy. Bestimmt finden wir auch hier... Haha! Da ist es ja. Tatsache. Das Geheimgewürz. Salziges Geheimgewürz. Oder wenn wir aber salty, du. Unsere Gewürzsuche war auch dieses Mal wieder ein toller Erfolg. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft. Damit wird das Mastifioso gleich noch besser gehen. Dann mache ich mich mal dran, was Leckeres daraus zu zaubern. Heya, das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Wie die letzten Male gibt es auch wieder ein Sandwich à la Pepper. Und dazu kommst du natürlich auch noch mehr Schaden. Den wirst du für deine Liga brauchen, oder? Ich habe das Gefühl, er sagt immer das Gleiche. Ein bisschen Salz drauf. Ein bisschen salty. Lustiges Bild. Yes? Naja, ich habe auch wieder eins für dich. Na gut. Ja, kannst du haben. Ja! Komm raus, Mastifioso. Hier, das ist für dich. So ist gut, mach schon langsam. Ach ja! Reittechnik, Hochsprung erlernt und Superjump. Kannst du es nicht wenigstens ein bisschen genießen? Ach ja! Und warum hörst du dich jedes Mal an wie Yoda? Ah, richtig. Mir fällt es gerade ein. Schau dir das mal an, Maike. Bisher war bei jedem Geheimgewürz ein Herrscher-Pokémon in der Nähe, stimmt's? Hier im Buch steht, dass sie wegen irgendwelchen Substanzen in den Gewürzen so riesig und stark geworden sind. Vielleicht ist diese Hülle ja wie ein Kühlschrank, wo das Herrscher-Pokémon sein Futter lagert. Oh, du hast aufgegessen, Mastifioso? Nein. Hast du gerade... Was? Das gerade... Maike, hast du es auch gehört, oder? Das war Mastifiosos Stimme. Ja, stimmt. Ja, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet, oder? Oso. Wer will Oso spielen? Da schon wieder! Also habe ich mich doch nicht gehört. Was ist Fioso, du kleiner Racker? Wann habe ich das letzte Mal deine Stimme gehört? Was ist Fioso, geht es immer besser. Seit ich dich getroffen habe, passieren ständig tolle Sachen. Jetzt fehlen nur noch zwei Geheimgewürze. Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen, ja? Ja. Oso. Da bin ich dabei. 3 von 5 Gewürzen gesammelt. 2 fehlen noch. Und dann geht's Mastifioso wieder tipptopp. Und bring, ring, bring. Hallo, Maike. Hier spricht Antiqua. Korallen scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wieder lang zu haben. Offenbar kann es jetzt noch höher springen, wenn du den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Hältst du den B-Knopf gedrückt, kannst du noch höher springen. Wenn du nur kurz drückst, machst du den normalen Sprung. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Koraidon kümmerst. Kein Problem. Schauen wir uns das Ganze mal in Action an.
normaler Sprung und Super Jump. Und hey, guck mal, hier ist er ja schon, der kleine Erdwurm. Der Schlurm. Macht den das One-Hit? Ich hoffe nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er das eventuell überlebt. Aber who knows? Was für ein Typen ist er eigentlich? Ist er nur Stahl oder hat er noch einen weiteren Typen? Ah, leider killt ihn das. Okay. Ich fange kurz eins da hinten und dann zeige ich euch den Eintrag. Das war ein langer Kampf. Ich habe zwar jetzt keine Bälle mehr, aber immerhin haben wir das Ding jetzt. Ich muss dringend Bälle kaufen gehen. Charm. Betört das Ziel, reduziert dessen Angriffswert stark. Ja gut, können wir mal machen. Hat unser Delfin ein bisschen Charm. So, und welchen Typen hat Schlurm? Nur Stahl, okay. Wird es angegriffen, setzt es seine Borsten wie Fäuste ein, um damit einen Sturm aus Hieben zu entfesseln. Boah, cool. Alright. Oh, hi. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast auch schon den Like-Button gedrückt. Und ja, ich habe jetzt andere Pläne. Und zu denen komme ich jetzt. Oh, Donnerstein, by the way. Lol. Das muss ich euch zeigen. Schaut mal, wenn man zu nah rangeht an Voltuball, dann ist er einfach tot. Ist einfach weg. Setzt einfach Explosion ein und ist weg. Oder Finale oder sowas. Wow. Also, meine Headcanon war ja immer bei Voltuball, es explodiert und baut sich dann wieder auf. Aber seht ihr Voltuball hier? Ich sehe ihn nicht. Ich bin wieder zurück zur Akademie gereist, denn wir haben ja anscheinend jetzt hier neue Kurse freigeschaltet. Und ich meine, die könnten wir uns auch mal anschauen. Vielleicht werden wir dann schlauer. Lernen mehr. Keine Ahnung. So, guten Morgen. Welchen Kurs? Okay, wir haben komplett... Boah, was? What? Okay, das ist wirklich sehr viel Neues. Okay, dann machen wir einfach alles nach der Reihe wieder. Biologie 3. Let's go. Bam, bam, bam. Ja, wahrscheinlich komme ich zu spät zu den ganzen Unterrichten, aber ist egal. Wie geht's, wie steht's? Dann fangen wir doch ohne große Umschweife mit dem Unterricht an. Letztes Mal habe ich euch erklärt, wie wichtig Pokémon-Eier sind. Was ich noch fragen wollte, benutzt ihr auch alle euren Pokédex schon fleißig? Keine Sorge, der Pokédex registriert auch Pokémon, die aus Eiern schlüpfen. Hehe, wisst ihr, diese Pokédex-App habt ihr nämlich ich entwickelt. Das war allerdings lange, bevor ich in der Akademie als Lehrer angefangen habe. Zu der Zeit war ich noch Wissenschaftler. Direktor Clavel war damals auch noch nicht der Direktor der Akademie, sondern hat gemeinsam mit mir geforscht. Wir haben uns zack einen Tag aus dem Pokémon beschäftigt. Das war eine spaßige Zeit, auch wenn er ständig mit mir geschimpft hat. Ich fang ab. Eigentlich sollte es doch um den Pokédex gehen. Also zurück zum Thema. In der heutigen Stunde bringe ich euch bei, wie man Pokémon fängt. Das wissen wir doch alle schon. Wie bereits wisst, muss man Pokémon zunächst schwächen, bevor man es fangen kann. Aber kennt ihr auch eine andere Technik, durch die sich ein Pokémon im Kampf leichter fangen lässt? Schadensprobleme. Sehr gut, Michael, das stimmt. Oh, Schadensprobleme können eindeutig dazu beitragen, ein Pokémon leichter zu fangen. Besonders wenn ein Pokémon schläft, steigt die Erfolgsrate bei Fangen drastisch. Wenn ihr Pokémon mit Attacken wie Schlafpuder oder Hypno zum Einschlafen bringt, könnt ihr eure Pokédex also im Handumdrehen füllen. Abgesehen davon könnt ihr die Fangrate auch erhöhen, indem ihr je nach Pokémon den entsprechenden geeigneten Pokéball einsetzt. Zu guter Letzt könnt ihr natürlich mithilfe einer Mahlzeit eine Fangkraft erhalten oder das Pokémon überraschen und von hinten in einen Kampf verwickeln. Warte, was? Mit dem Essen kann man höre, okay. Wenn ihr mit dem Fangen von Pokémon mal nicht so gut vorwärts kommt, kann es auch helfen, bei den Arenen vorbeizuschauen und euch ein paar Orden zu verdienen. Sie machen das Fangen von Pokémon mit einem höheren Level nämlich leichter. Wenn sich euer Pokédex füllt, kommt doch vorbei und zeigt mir euren Fortschritt. Damit wäre es ja am Ende der Stunde. Ich versuche mal ganz schnell durch die ganzen Unterrichte durchzugehen. Weil das meiste, was wir hier lernen, ist sowieso so Standardkram. Ne? Beziehungsweise, ich glaube, naja, ich weiß, ich glaube, das einzig Interessante wäre hier jetzt noch... Oh, verdammt, jetzt bin ich ja komplett durchgerast. Akademie-Kiosk. Wir haben viele neue Orte, boah. What? Ich meine, die Unterrichte, muss ich die zeigen? Ich habe die einmal gezeigt, aber ich
Ich glaube, ein zweites Mal muss ich es nicht zeigen unbedingt. Was ist denn das hier? Einfach ein Kiosk, oder wie? Das frisch gebackene Brot duftet köstlich. Köstlich. Ich kann nicht lesen, Leute. Magst du Brot? Ich bevorzuge Reisbällchen. Ja, die gibt es ja größtenteils in Japan, ne? Oder? Mein Pokémon schifft immer und überall ein. Ich frage mich, ob die Attacke Erholung einsetzt, um seine KP wiederherzustellen. Ein Koala, ne? Gut, dass es die Akademie-Kiosk gibt, sonst müssten wir zum Einkaufen immer in die Stadt. Ich wollte ein Pokémon fangen, aber ich hatte keine Bälle, also es ist geflohen. Oh Gott, ja, ich sollte vielleicht auch einkaufen gehen hier. Was gibt's denn hier? Gibt's hier Bälle? Oh, ja, perfekt. Dann kaufe ich mal direkt ein paar ein und ein paar Tränke auch, wenn ich schon dabei bin. Ich werde schon genug Geld haben. So, ein paar Bälle. Nicht zu viele, weil Superbälle sowieso super sind und mittlerweile Standard sein sollte. Ja, der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Können wir liegen lassen fürs Erste. Okay. Dann haben wir noch Biologieraum. Da können wir mit dem Professor reden. Mit unserem, ja, Lehrer, keine Ahnung. Hi Pikachu. Ah, wie geht's, wie steht's? Und Maika, hast du dich schon ein wenig an den Alltag in der Akademie gewöhnt? Ja, schon. Das klingt doch super, freut mich, dass du hier so viel Spaß hast. Mhm. Ach übrigens, verwendest du eigentlich auch die Pokédex-App? Denn, naja, weißt du, sie wird von mir entwickelt. Immer wenn jemand ein Pokémon fängt, werden die Informationen an mich übermittelt und ich kriege alle eure Daten. Also schnappt ihr alle neuen Pokémon und gebt mir alle deine Daten, damit ich sie schon weiterverkaufen kann, ja? Peilen wir doch fürs Erste einmal einfach mal 30 verschiedene Arten an. Melde dich, sobald du es geschafft hast. Du hast es ja geschafft! Hui, was sind hier alles gefangen? Das ist ein richtiger Datenschatz. Sag mal. Hoppla, entschuldige, dass die Begeisterung ein wenig mit mir durchgegangen. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass du noch eine große Hilfe für meine Forschung sein wirst. Da, nimm nur ein kleines Geschenk für deine Mühen. Eine TM-Trugschlag? Ich muss schon sagen, Michael, du bist ein kleines Fangtalent, kann das sein? Lass uns das nächste Mal 100 verschiedene Arten da anpeilen. Nicht vergessen, wenn du dir ein unbekanntes Pokémon siehst, dann wirf am besten schnell eine Pokéball. Okay, ich weiß nicht, was das bringt, die Beziehung der ganzen, die richtigen Leute hier an der Akademie hochzubringen. Aber ich kann es ja mal versuchen. Kunstraum, ich glaube, da waren wir noch nicht, oder? Bin mir nicht sicher. Hi. Sich in den Arenen zu versuchen, ist eine wichtige Angelegenheit. Nur solltest du dabei den Unterricht nicht schleifen lassen. Mein Slimer. Hasst es, wenn ich versuche, es mit Pokéclean zu waschen. Warum nur? Ja, vielleicht, weil es aus Gift besteht. Es ist ein großer Peil Gift. Was ist das denn hier? Das ist eine großartige Skulptur. Da wären selbst Pokémon neidisch. Staraptor, oder was? Die Zeichnungen sehen fast wie Fotos aus. Warum benutzen Künstler da nicht gleich die Kamera-App? Ja gut, ne? Ja gut, da hat er schon einen Punkt. Nicht so schnell! Verdammt! Drift! Hauswirtschaftsraum. Wow. Hallo, dich können wir noch nicht. Beachte mich gar nicht weiter. Du darfst dich hier noch herzenslos entspannen. Okay. Diese Mikrowelle ist ein echter Geheimtipp. Die in der Mensa sind leider in Benutzung. Okay, ja gut, ich muss jetzt auch nicht mir alles anschauen, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich finde halt die Akademie hier ziemlich boring. Weil sowieso nicht so viel abgeht. Und die Unterrichte möchte ich ungern jetzt alle machen, weil das dauert wieder so eine halbe Stunde oder so. Und dann ist wieder eine ganze Folge damit voll. Und das hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal will. Mann, auf zu driften, bitte. Bitte. Hector Clef ist ein ziemlich hohes Tier, lässt sich aber in den Chef raushängen. Er ist mein großes Vorbild. Okay. Hey, wie lovely von dir Hallo zu sagen. Du verschwendest tatsächlich deine kostbare Zeit mit mir zu plaudern? Menschen gibt's. Okay, sagen nichts Neues. Schön, dich zu sehen. Solltest du mal fragen, dann bist du an der richtigen Adresse. Okay, ja gut, hier ist nichts Neues. Ich dachte, vielleicht wäre hier was Neues. Ist ja aber nicht. Okay, wir haben immer noch ein paar andere Orte. Büro des Direktors zum Beispiel. Sie möchten mit mir reden?
Nanu, wenn das nicht Maike ist. Wie läuft die Schatzsuche? Hast du Spaß? Das müsstest du doch am besten wissen. Gut, ja, das stimmt eigentlich auch. Bei der Schatzsuche gibt es keinerlei Verpflichtungen. Du kannst tun lassen, was du willst. Da fällt mir ein. Es gibt da etwas, was mich letzter Zeit beschäftigt. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, Maike. Mir ist ein Begriff zu Ohren bekommen, den ich nicht verstehe. Vermutlich ist es Jugendsprache. Oh nein, was kommt jetzt? Könntest du mir vielleicht erklären, was Cringe bedeutet? Okay, das war eine gute Entscheidung, jetzt zur Akademie zurückzukehren. Es wird wie toll. Das bedeutet uncool oder peinlich. Das steht für kringelig. Kringelig? Geht es dabei ums Malen? Um Graffiti oder Tattoos? Nein. Es geht darum, dass es sowas wie Peinlichkeit bedeutet. So Fremdscham halt. Das ist cringe. Jugendsprache ist gar nicht so einfach, aber wenn ich sie hier und da verstehe, fühle ich mich den Schülern immer ein bisschen näher. Nein, das war keine Erklärung. Hat er noch mehr zu sagen? Hat er noch mehr Jugendwörter? Aber wo ist Unterricht? Verzeih die etwas persönliche Frage, aber welche der vorhin an der Akademie eingestellten Personen war jetzt besonders zu schätzen? Boah, come on, ey. Sie natürlich. Mich? Wirklich? Eine sehr diplomatische Antwort, aber wenn du das ernst meinst, stimmt mich das natürlich froh. Die Orange Akademie freut sich eines wundervollen Personals. Ihre Hingabe für das Wohl und die Bildung unserer Schüler ist ohnegleichen. Vielen Dank für deine wertvollen Einblicke, Maike. Was bedeutet eigentlich das Wort cringe? Was wäre passiert, wenn man die anderen Sachen gesagt hätte? Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wirklich wissen. Oh Mann. Okay, aber jetzt wisst ihr es. Sanitätsraum. Sanitäter. Ich brauche einen Medic. Oh, Heilöchen. Also wenn das die Sanitätsdame ist, ne, dann bin ich öfter krank. Nur hereinspazieren, ich heiße Mimi und das ist hier der Sanitätsraum. Was für dich denn heute her? Dir und dein Pokémon scheint es auch prima zu gehen. Momentchen, dich sehe ich aber zum allerersten Mal, oder? Aber dir geht's doch prima. Ah! Oh, jetzt geht's dir wohl nicht mehr prima. Ich habe gerade wirklich wehgetan. Danke. Verstehe, du hast also gerade erst mal angefangen. Okay, Maike, stimmt's? Ich habe schon jede Menge von dir gehört. Seit es auf dem Weg zur Akademie von einer Klippe gestürzt sein und dich sogar mit Team Star angelegt haben. Ja, ist vielleicht mal passiert. Ach ja, und du hast dir sicher schon mit der Schatzsuche angefangen, oder? Ich hätte eine Bitte, solltest du da draußen über irgendwas Cooles stolpern? Dann komm da vorbei und erzähl mir davon. Hier langweile ich mich meistens nur, Unterricht gebe ich keinen. Und die Schüler tauchen vor allem auf, um Schulschuhen zu schwänzen. Naja, ich würde mich jedenfalls riesig freuen, abgemacht, okay? Also die anderen Schüler machen das, was ich gerade nachgemacht habe, okay. Mama Mimi. Senora Mimi wird von den Schülern wegen ihrer fürsorglichen Art auch liebevoll Mama Mimi genannt. Ich habe das auch mal versucht, aber sie hat mir bloß einen ziemlich finsteren Blick zugeworfen. Schau mal. Nichts ist süßer als Vati, wenn es schläft. Okay. Ich schlafe auch nochmal in Trost da unten. Primova. Hä? Wieso drehen die sich, wenn die schlafen? Okay. Alles klar. Hier ist was Neues am Sport. Warte, wir sind hier noch nicht fertig. Hier war noch was. Ha? Guck mal gleich nochmal. Boah. Riesiger Sportplatz. Garados, Gengar. Alles Mögliche, du. Hey, ich schalte den Kaffee aus dem Schimmel. Da bin ich. Okay, cool. Du. Wieso ist denn hier ein Ausrufezeichen? Was gibt's denn hier? Mit dir reden? Ich denk mal schon. Tach, Neuzugang! Sag bloß, du bist hier, um zu trainieren. Klar. Oder muss ich jetzt kämpfen? Ja, darauf habe ich keinen Bock. Ich wusste, dass du Kampfgeist hast. Hättest du Lust, gemeinsam eine Runde über den Sport zu laufen? Ja, dann. Oh, ich habe keine Ja- oder Nein-Antwort. Einfach, ja, los geht's. Ah, oh! Boah, oh, ich kann das in diesem Schwarzbild schon richtig erkennen! Wie wir da gerade rumrennen. Boah, ist ja fast schon qualitativ hochwertig wie bei Schwert und Schild. Aber zu Black Felder und dann passiert was. Krass. Puh. Okay, ich kriege ein Sandwich. Mit Gewürzen?
Nee, einfach nur so. Okay. Ja, war sehr lecker. Entschuldigung, ich hätte nicht fragen sollen. Mit Sport kenne ich mich aus, aber mit Kochen nicht. Das ist doch, man sieht sich. Yay! Okay! Ich fand das schon in Schwert und Schild so richtig lame. Aber vielleicht bin das ja auch nur ich. Wer weiß. Oh Gott, man kommt ja sonst nicht durch. Man muss mit diesem Tablet reden. Darfst du dich nicht rumbewegen? Warte, hier gibt's doch was im Sanitätsraum. Ich kann nochmal mit ihr reden. Scheinbar. Okay. Dum, 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 dum. Hallo, wie schön, dass du hier vorbeischaust. Na, bist du stärker geworden? Na klar. Ah. Ha, du hast ein gesundes Selbstbewusstsein. Das sieht man dir auch wirklich an. Schön, dass du eine ganze Erfahrung auf deine Schatzsuche zu verdanken. Na komm, erzähl mir ein bisschen davon. Ja, also ich bin also einem Sandwurm begegnet. Bin besiegt. Und so. Wow, echt krass, Mann. Ach, nochmal Kind sein. Täglich warten, neue Herausforderungen gefallen. Ich dagegen. Es war mal mein Traum, Lehrerin zu werden, musst du wissen. An die Akademie habe ich zwar geschafft, aber als Krankenschwester unterrichten darf ich leider nicht. Ich bin leider nur durch die Zulassungsprüfung für Gesundheitslehre gerasselt. Und zwar nicht nur einmal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich es versucht habe. Tja, und jetzt versaure ich hier im Sanitätsraum. Oh. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht die Ohren verheulen. Aber du bist eine echt gute Zuhörerin. Da plappert man eben einmal drauf los. Ich hoffe, ich habe dich nicht total vergrault. Naja, nicht wirklich. Aber ich muss trotzdem gehen. Denn ich habe noch ein paar andere Orte, zu denen ich hin muss. Ja, okay, komm, die anderen Klassenzimmer sind jetzt wahrscheinlich nicht interessant. Komm. Gehen wir zurück zur Eingangshalle. Ja. Da wir sowieso nichts mehr Krasses in dieser Folge hinkriegen werden, können wir uns noch die neuen Unterrichtsfächer anschauen. Weil gibt es ja welche, wo nur eins steht. Eine Geschichte, Sprachkurs, Kunst. Ich glaube, die restlichen, die kennen wir alle schon. Hauswirtschaft, ja gut. Aber ja, das weiß ich nicht. Gucken wir uns einmal an, ja? Gucken wir uns das einmal an. Das war wahrscheinlich zu viel das letzte Mal, als ich mir das alles doppelt und dreifach angeschaut habe. Ich möchte mich hier nur mal ein bisschen umschauen, damit ich jeden Lehrer und so kennenlerne. Ach, die ist das. Ah, ich sehe, wir haben ein paar neue Gesichter hier. Mein Name ist Moira. Oh Gott, Overwatch. Ich werde eure leeren Köpfe mit geschichtlichem Wissen füllen. Geschichte ist eine großartige Sache. Jeder Aspekt unseres heutigen Lebens wurde... Blabla, heute habt ihr das Vergnügen. Blabla. Wie sich alle wisst, findet sich genau im Zentrum Paldeas ein gigantischer Krater, auch bekannt als Schlund von Paldea. Das Innere dieses Kraters wird auch Zone 0 genannt. Anhand der Zusammensetzung und geologischen Schichten konnten Forscher ermitteln, dass der Schlund über 1 Million Jahre alt ist. Man glaubte lange Zeit, dass auf dem Grund dieses rätselhaften Kraters seit Urzeiten ein bestimmtes Etwas liege. Ah, das ist Pech, mir gerade in die Augen zu schauen, Michael. Tja, deshalb musst du jetzt die Frage beantworten. Was dann gebe ich auf dem Grund von Zone 0 schon von Paldea liegen? Ein Relax, oder? Das gibt's hier nicht mal in dem Spiel. Warum wird das überhaupt als Frage hier? Ein Pokémon-Center. Ein Schatz. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich ist er wirklich ein Schatz, aber wirklich wissen tun wir es nicht. Also wäre eigentlich jede Antwort richtig gewesen. Also ja, meine Schatzsucher, so, ihr könnt da nicht hin. Aber da gibt's trotzdem Schatz. Aber ihr dürft da nicht hin. Oh, okay. Ah. Ach so. Okay, interessant. Na gut. Akzeptiere ich dann wohl. Okay, machen wir Sprachkurs. Du kannst übrigens mit der Nintendo Switch App auf deinem Handy, auf deinem Smartphone, kannst du mit anderen Menschen auf der Welt reden, während du Pokémon Scarlet und Violet Trademark spielst. Oder was kommt jetzt hier? Das erwartet mich jetzt, oder wie? Und nur meine Lieben, Kursteilnehmer, seid ihr auch alle gut drauf? Mein Name ist Salvatore, so sieht's aus. Salvatore, das bin ich. Das bin ich! Ich freue mich, dass mein Unterricht so gut besucht ist. Merci beaucoup. Das macht mich total happy, euch durch die Blüte eurer Jugend begleiten zu dürfen. Wie gesagt, mein Name lautet Salvatore. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich öffne für euch die Tore zur Sprache. Haha, ich liebe keine Wortwitze. Kleine, keine. Ihr habt es sicher schon geahnt. In meinem Kurs geht es um Sprache und die wunderbare Welt der Wörter. Guten Morgen, hallo. Das sind Begrüßungen, die woanders wo auch mal Buongiorno oder Hola heißen.
Ich habe sogar von einer Streamerin gehört, die gerne Sprachen vermischt und ihre Zuschauer mit Olla Ciao und Hallöle begrüßt. Auf der Welt gibt es viele verschiedene Orte mit den unterschiedlichsten Sprachen. Enigmara ist wirklich so wie die einzige Streamerin ganz Pokémon gefühlt. Oh, das sind Reitschüsse, sehe ich gerade. Gracias, merci, xixi, kitos, thank you. Sorry, fürs falsche Aussprechen. All diese Ausdrücke haben dieselbe Bedeutung. Was heißt das? Danke. Richtig. That's my guy. Ganz einfach danke. Thank you. Die waren das alle unterschiedlich lang und haben auch einen ganz anderen Klang. Oh, cool, oder? Das ist schon ein Tipp von mir. Wenn ihr verreist, dann versucht ein paar Wörter und Ausdrücke in der Landsprache zu lernen. Nur keine Hemmungen, denn niemand erwartet, dass ihr perfekt redet. Sobald ihr gegenüber sieht, dass ihr euch Mühe gebt, zaubert ihr das ein Lächeln aufs Gesicht. Und everyone is happy. Hallo, lecker und tschüss, kommt ihr in den allermeisten Situationen locker zurecht. Und dann Brivova, Brimano, schwupp, der Rest erlegt sich durch Körpersprache. Ding, Quell de Marge, das Ding ist schon vorbei. Bye-bye, next time, bye-bye. Du, das würde ich jetzt auch sagen, wenn die Folge zu Ende wäre, aber... Naja, ich schaue mir noch die anderen beiden Kurse an. Um zu sehen, was da einem erwarten könnte. Aber ich mache jetzt nicht nochmal alle, jedes Mal einmal so. Da habe ich echt keinen Bock. So, was war das jetzt? Kunst? Ich glaube, das war jetzt Kunst. Und danach noch Wirtschaft oder sowas. Ah, hier sind wir. Hallo allerseits, ich bin Sinius, euer Kunstlehrer. Ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit. So, was euch erwarten wird? Viele der hier Anwesenden werden nach ihrem Abschluss vermutlich vergessen, was sie in diesem Kurs gelernt haben. Das liegt daran, dass in Prüfungen auf der Arbeit nicht oft nach Wissen über Kunst oder einem Sinn für Ästhetik gefragt wird. Heißt das also, dass mein Kurs vollkommen überflüssig ist? Ja, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich bitte euch einmal kurz in euch zu gehen und über die folgenden Fragen nachzudenken. Woran erkennt man, ob etwas schön ist? Das sieht jeder anders. Interessant, danke, dass du uns deine Gedanken mitteilst, Maike. Es gibt keine korrekte Antwort auf diese Frage. Wichtig ist überhaupt, darüber nachzudenken. Man kann sich zum Beispiel fragen, warum man eine Blume, die am Straßenrand erblüht, als schön empfindet. Wo liegt der Unterschied zwischen dem Blau des Himmels und dem des Meeres? Wie viele Farben findet sich in den Blättern des Baumes? Wie erlebe ich die Bewegung der Windmühle in Boladien oder die Kälte des Wassers in Garafosa City? Man kann so einiges in seinem Umfeld klarer und intensiver erfahren, wenn man nur kurz innehält und sich Gedanken macht. Versucht das mal, wenn ihr erschöpft vom Lernen seid oder euch auf der Arbeit etwas ärgert. Vielleicht bemerkt ihr in diesen Momenten ein schönes Detail und könnt euch so motivieren. Und mir ist klar, dass das Ganze gerade etwas philosophisch wurde. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr das auch alles sofort versteht. Um wieder zurück zum Kurs zu kommen. Man kann im Leben so zwar ohne sie auskommen, aber Kunst macht das Leben viel unterhaltsamer. Okay, und da ist unsere Rivalin. Sitzt da einfach so. Hi. Ich folge einfach Maike die ganze Zeit hin und her. Stalkt mich so ein bisschen, kann das sein? Soll ich mir Sorgen machen? Nee, ich glaube nicht. Nein, 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 das war aus Versehen. Zwischenprüfung. Oh Gott, was gibt's denn da noch alles? Ich meine, wenn es euch interessiert, vielleicht machen wir noch eine Bonusfolge damit, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Wir haben nur noch Hauswirtschaft, dann hören wir auf. Vielleicht kommen wir ein andermal nochmal zurück, aber ich will weitermachen. Das hält uns hier nur auf. Du. Und eigentlich wäre die Folge schon vorbei, aber wie gesagt, ich quetsche das hier noch schnell rein. Ihr seid eine ganz schön aufgeregte Truppe. Mein Name ist Saguaro. In diesem Kurs geht es um das Wissen und Fähigkeiten, die man im Alltag braucht. Viele von euch sind von zu Hause ausgezogen und leben in einem eigenen Zimmer hier in der Akademie. Da hoffe ich, dass euch mein Wissen dabei helfen kann, euren Alltag in den Bereichen Kleidung, Essen und Unterkunft zu verbessern. Der Bestandteil eures Alltags, der euch am meisten interessiert, ist vermutlich das Essen. Durch das Essen von Sandwiches beim Picknicken erhält man Esskräfte, also Speisekräfte, die verschiedene Effekte mit sich bringen können. Solche Esskräfte bewirken zum Beispiel, dass sich wilde Pokémon leichter fangen lassen oder dass eure Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten. Außerdem werden durch das Essen von Sandwiches die KP eurer Pokémon wieder aufgefüllt. Eure selbstgemachten Sandwiches haben umso mehr Effekte, je schmackhafter sie sind. Beim Kochen gibt es ein bestimmtes Etwas, was besonders wichtig ist, um auch wildere Esskräfte zu erhalten. Schauen wir doch mal, was Michael dazu zu sagen hat. Was ist bei der Zubereitung ausschlagend gegeben, wenn man hilfreichere Esskräfte erhalten will? Liebe. Ha, das ist mal eine interessante Antwort. Ich habe was anderes erwartet, aber eigentlich ist die Antwort gar nicht mal so verkehrt.
Man kann schon behaupten, dass die Zutaten also der Belag und die Würzmittel sind, die in hilfreichen Esskräften resultierten. Mit vielen süßen Zutaten erhält man zum Beispiel die Eilkraft leichter. Wenn man jeweils die bittere Zutaten bekommt, man vielleicht Erfundkraft. Wenn man weiß, welche Zutaten was erzielen, ist es super einfach und macht Spaß und ist fair. Und yeah! Mit diesem Wissen könnt ihr in Zukunft bessere Sandwiches kochen. Na gut. Da habt ihr einiges gelernt, Leute. Lasst ein Like dafür, euer neues Knowledge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Pokémon Scarlet.